ist ein Ort, an dem unfassbare Verbrechen geschehen. Verbrechen, von denen jeder hier weiß, gegen die aber niemand etwas unternimmt. Außer denen, die die vielen Zettel an die Laternen hängen. Familien, die ihre Töchter suchen, weil Menschenhändler sie entführt haben. Diesmal war das Opfer 14. In der vergangenen Nacht hat man sie in der Wüste gefunden. Tot, verscharrt zwischen Steinen und Müll. Für Silvia Rosas und Maria Cardona ist es einer dieser Tage zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Ist es mein Kind? Liegt es auch dort? Santiago González, der ehrenamtliche Anwalt, kennt den Fall. Nein, auch diesmal ist es eine Fremde. Für die Frauen geht die Suche nach ihren Töchtern weiter. Wir sprechen hier von mehr als 100 entführten Frauen in Ciudad Juárez, nur im vorigen Jahr. Die meisten davon werden zwangsprostituiert, aber nicht einen einzigen Fall hat die Polizei aufgeklärt. Keine einzige wurde befreit. Viele bleiben für immer verschwunden. Von den anderen findet man irgendwann nur noch die Knochen im Tal von Juárez. Die Wüste rund um Ciudad Juárez ist ein Grab für ungezählte Mädchenleichen. Die organisierte Kriminalität in Mexiko beschränkt sich schon lange nicht mehr auf ihre schmutzigen Drogengeschäfte. Der Handel mit Menschen ist lukrativ, gerade hier im armen Norden Mexikos, an der Grenze, wo es viel wohlhabende Kunden aus den USA gibt. Die Mütter gehen immer an die Stellen, wo andere Mädchen gefunden wurden, suchen nach Spuren und fürchten, dass auch ihre Kinder hier liegen könnten. Maria war 18, Paola 16, als Menschenhändler sie entführt haben. Wir können nicht aufhören, nach unseren Kindern zu suchen, sagt Maria Cardona, auch an diesen furchtbaren Orten, wo sie die Leichen verscharren. Vielleicht finden wir unsere Töchter oder eines der vielen anderen Mädchen, die hier in Juárez verschwunden sind. Ich habe die Hoffnung, dass sie irgendwann damit aufhören. Von der Justiz haben sie zwar nicht viel zu befürchten, aber vielleicht wird eine höhere Gerechtigkeit sie nicht entkommen lassen, hofft Silvia Rosas. Tatsächlich finden sie, als sie die Hügel wieder verlassen wollen, unter einem Stein blutige Mädchenunterwäsche. Ein Hinweis vielleicht, dass hier noch mehr Leichen liegen. Santiago González informiert die Polizei. Doch passieren wird erstmal nichts. Ciudad Juárez ist die verkommene Hochburg von Entführung, Zwangsprostitution und Mord. Doch die todbringenden Krakenarme der Verbrechen reichen bis in die Touristengebiete an Karibik und Pazifik und in die Hauptstadt. Razzien, die im Fernsehen zu sehen sind, bringen keine Ergebnisse. Polizei, Justiz und Politik sind angeblich tief in die Geschäfte verstrickt. Der Fall der Marisela Escobedo löste sogar in Mexiko Entsetzen aus. Sie ermittelte selbst den Mörder ihrer Tochter Ruby, brachte ihn ins Gefängnis, doch ein Richter ließ ihn wieder frei. Als die Frau dagegen demonstrierte, rächte sich der Killer an ihr. Gegenüber des Regierungspalastes und vor dessen laufenden Überwachungskameras erschoss er die Frau und entkam. José Castillo und seine Frau Marta kennen die Gefahr. Trotzdem suchen sie seit 5 Jahren nach ihrer Tochter Esmeralda. Sie haben ihr Foto auf falsche Geldscheine gedruckt, um mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen. Esmeralda kam eines Tages nicht mehr aus der Schule nach Hause, als sie gerade 14 war. Sie war sehr jung und sehr hübsch, sagt ihr Vater zu Passanten. Irgendjemand muss doch etwas gesehen haben. Sie wollen weitersuchen, bis sie Antworten haben. Von den Behörden haben wir nie auch nur den kleinsten Hinweis bekommen. Also haben wir uns selbst auf die Suche gemacht, wie die meisten anderen Eltern. Wir kleben Bilder unserer Tochter dorthin, wo viele Leute sind, vor allem hier, an diesem Platz. Die Spuren vieler Opfer verlieren sich genau an diesem Platz. Und es sind hunderte Opfer. Die meisten wollen nie etwas bemerkt haben von den Entführungen.
Es gibt hier keinerlei Überwachung, keine einzige Kamera. Die Polizei deckt die Verbrecherbanden und kassiert mit. Jeder hier weiß das und schweigt. Ihr habt das doch bei eurer Suche selber gemerkt, dass die Polizei euch nur Steine in den Weg legt, damit ihr ja nichts herausfindet. Einmal verschwand die Tochter eines Politikers. Am gleichen Abend brachte die Polizei sie wieder nach Hause. Doch die meisten Mädchen kommen aus armen Vororten wie diesem, in dem José und Marta Castillo wohnen. Bei seiner Suche fand Esmeraldas Vater heraus, dass die Menschenhändler zuerst das Vertrauen der Opfer gewinnen. Wer wenig Bildung hat, macht den Verbrechern am wenigsten Schwierigkeiten. Viele der Opfer werden in die USA oder in Mexikos Hauptstadt verschleppt und versklavt. Einmal rief mich ein Mann an und sagte, das Mädchen von dem Geldschein sitzt mir gegenüber und sagt, ich soll dich anrufen. Sie ist in Mexiko-Stadt und braucht Hilfe. Dann hörte ich Schreie und jemand wurde verprügelt. Ich fuhr sofort hin und suchte überall, aber meine Tochter fand ich nicht. Wie hier im unüberschaubaren Moloch der Hauptstadt halten die Peiniger ihre Opfer wie Sklavinnen, so lange, wie sie mit ihren unfreiwilligen Sexdiensten Geld bringen. Die wenigsten haben den Mut zur Flucht, erzählt uns die 24-jährige Madai Morales, die selbst Unterschlupf bei einer Hilfsorganisation fand. Ihr Entführer hatte gedroht, ihre Familie zu ermorden, dennoch entkam sie, weil ein fremder Mann ihr half. Wenn ich jetzt hier entlang fahre, sehe ich Mädchen, die schon mit mir hier gestanden haben. Ständig fahren Polizeistreifen vorbei und gaffen sich die Ware, wie sie gerne sagen, an. Dass viele der Mädchen minderjährig sind, stört sie überhaupt nicht. Ich finde das so traurig. Es gibt in ganz Mexiko nur 4 anonyme Häuser für Opfer, die ihren Entführern und Zuhältern entkommen konnten. In diesem hier leben nur Kinder. Das Jüngste ist 6. Es ist nicht selten, dass Mädchen und Jungen schon in diesem Alter verschleppt und verkauft werden. Sie leben dann oft jahrelang als Sexsklaven, bis sie zu schwach oder zu drogenabhängig sind, um weiter Geld einzubringen. Dann landen sie tot in der Wüste oder sie schaffen es zu entkommen. Doch was dann? Zumindest für eine Übergangszeit sind solche Häuser zur psychologischen und schulischen Betreuung notwendig. Die Kinder sind traumatisiert, ihre Eltern meist überfordert, mit den sexuellen Erlebnissen ihrer Kinder umzugehen. Rosy Orozco, die Präsidentin der Mexikanischen Kommission gegen Menschenhandel, sagt, man dürfe nicht den Fehler machen, diese Mädchen als Prostituierte zu bezeichnen, weil sie sich nicht freiwillig verkaufen. Verbrecher berauben sie ihrer Freiheit und zwingen sie, sich zu prostituieren. All das passiert mit Gewalt. Sie werden 30 bis 40 Mal am Tag vergewaltigt. Madai hat ihr Martyrium überlebt. Sie wohnt heute mit einer Freundin zusammen, der das Gleiche passiert ist. Madai studiert Jura, will irgendwann gegen die Menschenhändler kämpfen. Ihren Entführer hat sie schon ins Gefängnis gebracht, für 20 Jahre. 2 Tage lang saß sie verängstigt bei der Staatsanwaltschaft, bis ihr jemand zuhörte. Man muss den Männern klar machen, dass wir Frauen keine Ware sind, dass kein Preisschild an uns hängt, auf dem steht, zu verkaufen oder zu vermieten. Ich weiß nicht, wann uns unsere Werte abhanden gekommen sind. Ich weiß nicht, wann man diesen Typen gesagt hat, sie könnten uns besitzen oder uns behandeln, als würden wir ihnen gehören. Zurück in Ciudad Juárez protestieren Eltern gegen die Tatenlosigkeit der Justiz. Die Behörden führen nicht mal Statistik, haben keine Ahnung, wie viele Frauen in Mexiko vermisst werden. Schätzungen der Hilfsorganisationen sprechen von 3 neuen Fällen jeden Tag. Silvia Rosas und Maria Cardona geben nicht auf, statten dem verantwortlichen Staatsanwalt regelmäßig Besuche ab. Bis heute haben sie noch nie ein Kind lebend zurückgebracht. Alle, die gefunden werden, sind tot. Alle. Ich gebe trotzdem die Hoffnung nicht auf, unsere Tochter lebend wiederzubekommen. Aber ich habe in 3 Jahren nicht den kleinsten Hinweis bekommen, was mit meinem Kind geschehen ist. Es sind diese Besuche, die die Mütter wütend machen, weil der Staatsanwalt von angeblichen Erfolgsbilanzen berichtet. In Wirklichkeit spricht er aber über die Aufklärung von Fällen häuslicher Gewalt.
Mädchen, die im Streit von zu Hause weggelaufen sind und von der Polizei zurückgebracht werden. Gegenüber der tatsächlichen Situation im Bundesstaat Chihuahua erscheinen die Ausflüchte von Oberstaatsanwalt Ernesto Vengas hilflos. In Städten mit Millionen von Einwohnern wie Ciudad Juárez finden solche Verbrechen immer im Verborgenen statt, im Schatten, im Dunkeln. Selbst wenn man sucht, ist es schwer, die Verantwortlichen zu erwischen. Aber wenn wir sie irgendwann finden würden, dann würden wir sie natürlich ihrer gerechten Strafe zuführen. Vor unserer laufenden Kamera wollten die Mütter auch wissen, was aus der blutverschmierten Unterwäsche geworden sei, die sie in der Wüste gefunden hatten. Nichts bis jetzt. Aber wie zum Beweis, dass doch ermittelt wird, bekommen wir am nächsten Morgen eine Demonstration. Wir sollten doch kommen und Bilder machen. Es wird eine Show fürs deutsche Fernsehen, bei der sogar der Chef selbst im Anzug durchs Gelände streift. Es ist kein Wunder, dass die Eltern der Vermissten keine Orte scheuen, um auf eigene Faust nach ihren Kindern zu suchen. Auf eigenes Risiko natürlich auch. José Castillo hasst diese Orte, aber er geht regelmäßig ins Rotlichtviertel, weil er fest daran glaubt, dass Esmeralda hier festgehalten wird. Ich werde weitersuchen, sagt José, denn ich fühle, dass meine Tochter noch in der Stadt ist. Ganz am Anfang seiner Suche hatte ihm ein Polizist gesagt, je mehr du suchst, desto schneller ist deine Tochter tot. Aber sie nicht zu suchen, sagt José, wie soll ein Vater das aushalten?